Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu EA Sports Football Club. Ich wollte jetzt Madden sagen, ich wollte NHL sagen, dann ist mir EA Sports Football Club über die Lippen gekommen. So, ich hoffe, das Spiel geht so weiter wie das vorherige Spiel. Nicht das vorletzte und auch nicht das gestern, weil auf sowas habe ich einfach keinen Bock, habe ich keine Lust drauf auf sowas. Das verstehe ich nicht. Deswegen war ich sehr froh, dass gestern unsere Taktik voll aufgegangen ist. Juve. Was haben wir denn für eine Taktik? 4-4-2 mit Osimhen und Gabriel Jesus. Ach du, so stark. Das ist eine solide Mannschaft. Also der weiß auch, was er spielt, glaube ich. Brauchen wir noch einen Sieg für die Max Verstappen-Sache. Ein weiteres positives Wochenergebnis würde mich natürlich auch freuen. Schade, er ist jetzt in der richtigen Sekunde ist er noch hingekommen. Aber diesmal haben wir dieses Tempo-Glück. Da war nämlich Grimaldo gerade 10-mal spritziger auf den Füßen als unser Gegner. Kane vertändelt den Ball trotzdem. Also weg. Gut gemacht von David Alaba. Das Weltklasse. Cancelo, Alter, was ist eigentlich mit dir los seit ein paar Wochen? Da hat er der Games, da spielt er super und dann haut er wieder so einen Pass raus, wo ich sage, Digga. Egal, ob du Rechtsfuß, Linksfuß oder Krüppel bist, den Pass musst du hinkriegen. Da gibt es kein Hätte, wäre, wenn. Den Pass musst du hinkriegen. Götze läuft sich wieder fest. Das haben wir auch schon öfters gehabt, Borussia. Götze. Der Linienpass wäre es gewesen. Aber Glück, dass wir den Ball wieder zurückkriegen. Ah, da war Renegredo. Kriegt den Ball hinten auch nicht raus. Goretzka aber schon. Jetzt da. Mit Lorente. Nein, der kriegt den Ball nicht weiter. Jeden Spieler, den er gebraucht hat, wäre vor ihm gewesen. Cancelo. Cancelo. Ich habe ihn nicht mehr getraut zu schießen, weil ich Angst habe, dass der Torhüter noch hinkommt. Götze läuft mit dem Ball ins Netz. Wortwörtlich. Wenn der Stürmer plötzlich vier Ecken versetzt wird auf dem Spielfeld, weil er gegen Torhüter ins Sprungduell muss und der Torhüter natürlich das Vorrecht auf den Ball hat. Außerhalb seines 5-Meters-Raums. Liebe ich. Oh, toller Pass. Götze. Oh. Setzt sich da durch. Klasse gemacht. Ah, Kane. Kane hat eigentlich, was ich eigentlich gar nicht verstehe, Kane immens schlechten Dribblingwert oder schlechten Zweikampfwert, wenn er an dem Spieler innen irgendwie vorbei muss und dann hat er aber wieder solche Weltklasse-Pässe, wo ich mir denke, Lecco Mio, Wahnsinn gespielt. Findet Goretzka, Goretzka findet Kane. Kane legt nochmal ab auf Negredo und richtig schön bis ins Netz gepasst. 2-0. Einfach weitermachen, nicht aufhören. Bloß nicht aufhören. Frimpong, der ist weg. Und wieder ein gutes Zweikampfduell. Wobei das auch wieder bei von Grimaldo diesmal, also muss ich auch selber sagen, habe ich gestern über Walker beschwert. Das muss ich jetzt auch sagen, es war jetzt nicht unbedingt die feine englische Art, dieser Zweikampf von Grimaldo. Also das war schon, fand ich, ein bisschen an der Grenze. Zum Fair. Aber auf Cancelo. Lorente, Goretzka findet Kane. Kane findet
Negredo. Chance noch nicht vor. Wie kann denn das abseits von Götze sein, wenn der Ball vom Gegner. Hä? Na gut, wenn er davor im Abseits stand, aber. Götze war doch davor nicht im Abseits, oder? Also, das hat mich jetzt schon krass überrascht, aber. Das habe ich jetzt nicht so gesehen, dass Götze beim Abseits stand. Ich habe es natürlich immer anders gesehen als der Schiedsrichter. Ist doch ganz verständlich, aber in dem Fall habe ich es jetzt wirklich nicht so gesehen, dass Götze im Abseits gewesen ist. Nein, kommt kein Pass an. Kriegt das absolut nicht gebacken. Zum Glück. Weil die Pässe, die er spielt, die sind auf dem Papier richtig schlau und richtig gut auch. Nee, das sind die Sachen, wo ich sage, da muss Kane hinkommen. Ob er 90 hat, ob er 4 hat oder ob er 83 hat, den muss er erreichen. Negredo. Steht immer einen Mann zu nah bei seinem Gegenspieler, sodass er nichts mehr damit anfangen kann. Cancelo pennt wieder komplett. Stehen wir irgendwo ferner liegen. Chill die da irgendwo auf Hawaii. Oh, Negredo. Zwei Leute ist einer zu viel. Cancelo kommt. Cancelo kommt nicht hin. Oh, haben wir Glück. Haben wir Glück. Schauen, dass wir die hintenrum ausnutzen, dieses Glück. Lorente. Der ist schnell. Lorente, Lorente, Lorente. Klostermann. Kommt da ran an Lorente. Bin ich mir sicher, dass das ein Freistoß ist. Oder ein Elfmeter eigentlich sogar. Klingt böse, ist aber so. Negredo, mein Gott. Müssen wir nur noch lupfen. KME schon rausgelaufen. Sabitzer. Wow, eine gute Aktion, wenn er hinkommt. Weltklasse. So Weltklasse gemacht von ihm. Kam leider nicht an den Ball. Negredo, Negredo. Kommt auch wieder nicht an Maignan vorbei. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt endlich mal zum dritten Mal an Maignan vorbeikommen. Goretzka, Savica, Kane. Lorente. Elfmeter. Danke. Maignan, keine Chance für Maignan. Kane wuchtet das Ding in Wirkel. Halleluja. 3-0, 46. Minute. So, weiter geht's. Schön gemacht von Nandes. Mit Dosimen. Oh, Hermoso. Zum Zungenschnalzen. Ich kann gerade sagen, wenn es gibt, muss er Freistoß geben. Cancelo, der schlägt Bälle ins Jenseits. Die findet nicht mal Gott selbst. Und trotzdem hat er dann wieder das Glück, dass er mit so einer dummen Rumstehaktion irgendwie an den Ball kommt und ich nichts sagen kann, ihm nichts vorwerfen kann, weil er macht seinen Job ja ansonsten relativ gut, auch wenn er jetzt hinten fehlt. Jetzt muss er halt schauen, dass er wieder hinterkommt. Aber ich kann ihm ja nichts vorwerfen. Das ist ja das Schlimme. Wenn ich jetzt sagen könnte, Junge, du spielst so scheiße, du gehst mir richtig auf den Sack. Jawohl, Kane, 4-0. Und ich glaube, der Gegner bricht ab. Ich wollte jetzt eigentlich wechseln. Jawohl, Sieg! Beste Aktion des Tages heute. Wie Götze da steht. Danke. So, drei Spiele, vier Spiele, drei Siege. Aber wie gesagt, für dem einen Spiel ist auffällig, wenn du einen geraden Pass spielst und er geht 4-5 Meter links, rechts daneben, sodass der Gegner einfach nur aufnehmen kann und mitlaufen kann.
Das sind die Games, wo ich mich dann beschweren, wo ich sage, Alter, komm. Dann sei halt wenigstens ehrlich, weißt du? Alaba verkauft sich noch ein bisschen. Ich muss jetzt Hummels auf den Transfermarkt setzen, in Hoffnung, dass wir Emre Can bekommen. Am besten noch heute Nacht. Das ist schon viel Asche. Das ist richtig viel Asche. Zehntausend, 11.000. Ah, so wird das nix mit Emre Can. So wird das nix mit Emre Can. Bin ich offen und ehrlich, sehe ich nicht, dass sie den so kriegen. Wäre schade, weil der richtig stark wäre. Davis können wir auch noch nachschauen, aber der kostet wahrscheinlich Milliarden. Aufgrund seines Tempos. Fast 1 Million für den Kanadier. Wobei natürlich auch der mit 88 immens stark wäre wahrscheinlich. Aber ja, können wir uns nicht leisten. Deswegen müssen wir hoffen, dass wir jetzt irgendwie noch ein paar Spieler verkaufen können. Genau, ich danke fürs Zuschauen, sagt Schumann TV. Bis dann, Tschüssikowski. Wir sehen uns.